die musste man wohl nur einmal drücken. Und noch eine Wurzel. Boah. Ja, wahrscheinlich werden wir an der Spitze irgendwas finden, was wir mit den Wurzeln machen müssen. Und dann war es wirklich praktisch, dass wir uns früh aufgeschrieben haben, wo die alle sind. Sonst darf man den ganzen Dungeon nochmal ablaufen. Also ich nehme an, es wird irgendeine Fackel sein. Da müssen wir alle Wurzeln abbrennen, damit sich das Ding hier wieder regenerieren kann. So, direkt in... Ja genau, da darfst du stehen bleiben. Mitten im Goya-Regen. So, da ist eine Truhe. Schön, Steinblock. Davon hätten wir gerne noch einen. Ja, Gegengift ist auch gut. Und noch ein Steinblock. Ja, sauber, sauber. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder raus und darum in das letzte Gebiet. Also wahrscheinlich das letzte Gebiet hier unten. Hier rum, darum und der Stein. So. Jetzt sind wir gleich hier hinten ist der Altar. Das heißt, wir müssen da lang. Und noch eine Tür. Ah stimmt, das ist gar nicht das letzte Gebiet. Wir haben ja noch die eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Die da, mit der Sonne. Was hat uns da gerade gehauen? Hä? Okay. Sacktest. Nö. Ah. Also die Tür hat sich nicht bewegt, als wir auf die Platte getreten sind, oder? Nö, wir kriegen nur Schaden. Wahrscheinlich kommt von hier irgendein Kampfzauber angeflogen. Die konnten wir kaputt machen mit dem Hammer. Aber wollen wir das überhaupt? Okay, drei Druckplatten hintereinander. Der hier löst eine Falle aus. Und der da. Nicht. Doch, der auch. Die Tür ist offen. Jetzt müssen wir nur durch die ganzen Fallen wieder durch. Kommen wir da durch? Machen wir den Stein mal kaputt und gucken, ob wir da durchkommen. Denn da sparen wir uns wenigstens die drei Fallen, die wir sonst, die uns sonst Schaden machen würden. So. Oh nee, jetzt ist, nein! Jetzt ist das Ding wieder zu, wenn wir weggehen. Okay, der Block hätte da bleiben müssen. Oh, aber das Ding können wir auslösen. Also lassen wir mal ein paar Steine hier. Und heilen uns ein wenig hoch. Dann laufen wir über die ganzen Druckplatten hier und kriegen zwei, drei Fäuste ins Gesicht. Ja, das tut man nicht alles, um einen Dungeon zu erforschen. So, jetzt aber eins, zwei. Oh. War nur einer. Na gut. Ein Bett, ein Stein, eine Kiste mit Heiltränken. Oh, was war das? Ein Auge des Einblicks zeigt die komplette Verlieskarte. Müssen wir das benutzen oder können wir das halten oder wie geht das? Na gut, aber das benutzen wir nicht hier, das benutzen wir mal irgendwo, wo wir gerade frisch reinkommen und wo es sehr groß aussieht. Aber das scheint echt praktisch zu sein, vor allem sowas wie Geheimgänge und dergleichen. Oh, und was bist du? Okay. Keinen Schritt weiter. Ich werde euch vernichten, wenn ich muss. Eine furchterregende Drohung. Ich hege keine bösen Absichten. Dann geht wieder, ich bitte euch. Das werde ich. Gebt mir nur einen Moment, um mich auszuruhen. Ich bin müde.
Ich bin ebenfalls müde, solange lebe ich bereits in Angst. Ihr und Angst? Ihr seid doch ein Wesen aus Stein. Oh nein, das ist nur das Ergebnis eines Zaubers, granitene Haut des Schutzes. Ein Zauberer also? Wie ist euer Name? Wer seid ihr? Mein Name ist Leo. Ich bin erfreut, eure Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin der Verwalter des Landes der Wurzeln. Ich habe es stets gut gepflegt. Ist das der Name dieses Ortes? Wozu dient er? Hier macht man sich einen schönen Tag und besucht den Bernsteindrachen. Ein schöner Tag beim Bernsteindrachen? Aber dass er das Land der Wurzeln wäre da hinten bei dem einen Teleporter. An einem friedlicheren Tag würde ich auch gerne den Bernsteindrachen sehen. Ja, die Kinder lieben ihn, aber er ist sehr scheu. Ich rufe ihn und bevor er wieder verschwindet, hinterlässt er kleine Bernsteinlichter. Die Kinder sind bestimmt ganz verrückt danach. Ja, aber die Lichter brennen sehr schnell wieder aus. Manche sammeln die Lichter in magischen Behältnissen, in denen sie sich länger halten. Ah, also bräuchten wir irgendeine Art Flasche, um dann den Bernstein Staub oder was auch immer das sein soll einzufangen. Ihr seht nun, dass ich nicht hier bin, um euch etwas anzutun. Ja, das sehe ich. Jetzt brauche ich diesen Zauber nicht mehr. Ich werde ihn euch lehren. Ihr werdet ihn gewiss nützlich finden. Das werde ich mit Sicherheit. Doch eine Frage habe ich noch. Wie wird der Bernsteindrache herbeigerufen? Ihr müsst ihn nur bei seinem geheimen Namen rufen. Mirabesch. Also war jetzt gerade das Zeichen für den Granitzauber oder für den Drachen? Ja, werden wir mal ausprobieren. Warum seid ihr hier ganz alleine? Als das Heer des Kriegsherrn anrückte, blieb ich zurück, um die Zugbrücke heraufzuziehen. Später, als ich wieder gehen wollte, habe ich sie nicht mehr herunterlassen können. Ich bin auf diesem Weg hergekommen. Das Wasserrad, welches die Zugbrücke bewegt, hatte kein Wasser. Ein riesiger Felsbrocken hatte die Wasserzufuhr blockiert. Wo kann ich den Bernsteindrachen finden? Ich würde auch gerne einmal etwas so Schönes sehen. Sie lebt in einer Höhle, ganz in der Nähe. Um zu ihr zu gelangen, müsst ihr den Teleporter am Eingang zum Land der Wurzeln benutzen. Habt Dank für euren Rat und eure Hilfe. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Also, im Land der Wurzeln am Eingang ist der Teleporter zum Drachen. Oder ist hier, in diesem Dungeon-Bereich, am Eingang der Teleporter zum Drachen? Das wird noch lustig, alle Teleporter durchzugehen. Passt gut auf euch auf. Eines Tages, das verspreche ich, werden die Kinder wiederkommen. Um den Bernsteindrachen zu sehen. Ich werde auf diesen wundervollen Tag warten. Ah, und wir haben hier Pfeile bekommen, damit wir jetzt die Zauber auswählen können. Ja, schick. Können wir an dir vorbei? Nö. Na gut, also ja. Ich dachte nämlich, dass hier der Teleporter zum Land der Wurzeln ist. Und da geht's dann hoch zur Spitze. Den Teleporter waren wir, bei dem auch, bei dem auch, bei den vier auch. Das heißt, es bleiben nur noch die beiden da. Und da war jeweils ein Gesicht, das uns sagen konnte, wo das hinführte. Oder das zumindest irgendwas gesagt hat. Ich weiß nur nicht mehr was. Also gehen wir jetzt kurz noch hier hin, schauen, was da ist. Und danach sprechen wir mit den beiden Bronzegesichtern. Oder Kupfergesichter oder was auch immer für Gesichter das waren. So, hier rum. Da rum. Und einer, der vergiften kann. Super. Nicht gift. Aha. Ich sollte aufhören mit dem Angriff auf den Bildschirm zu kämpfen. Ich gehe viel zu häufig rückwärts. Wir haben noch einen Gegengifttrank da und noch zwei hier. Na gut, das muss reichen. Oh, und vielleicht heilt dieses goldene Symbol bei dem Altar auch Gifte. Das wäre natürlich praktisch. Und da war gerade wieder ein Dreher. Und ich wollte nicht in das Feuer laufen. Boah, ich hasse diese Dreher. Gott, speichern wir mal ganz kurz ab. Und kämpfen uns jetzt durch die Dreher durch. Nein, nicht gegen die Mauer laufen. Da sind ganz viele Druckplatten.
Was auch immer die Druckplatten bewirken sollen. Oh, da ist auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Ah, so kommt man da hin. Deckdurchgang ist immer noch da. Na gut, das probieren wir gleich mal aus. Erstmal Kiste plündern. Heiltrank ist gut, Gegengift ist besser. Und das war's. Oh, auch nicht wirklich schwer, das Druckplattenrätsel. Und noch einer vergiften kann. Okay, jedes Monster hier drin kann vergiften, aber trotzdem. Bei dem hier passiert das irgendwie ein wenig öfters. Also. Ah, schön, noch eine Kiste. Und da haben wir das Sonnensymbol. Das heißt, wir können jetzt dahin. Ist hier auch nicht wirklich weit weg. Aber dann war diese Etage doch umfangreicher, als ich gedacht hätte. Ich meine, ich habe jetzt schon 3 oder 4 Mal gesagt, wir müssen nur noch ganz kurz dieses letzte Gebiet da zu Ende erforschen. Und dann kam das nächste und das nächste und das nächste. Da nicht, sondern weiter nach vorne. Holen wir schon mal raus. Und da war das Schlüsselloch. Oh, da flackert schon mal was. Da gucken wir zuerst rein. Druckplatte? Nee. Die drücke ich erst, wenn es sein muss. Heiltrank und nix. Na gut, was macht die Druckplatte? Auf Anhieb sehe ich keine Veränderung. Oder war das vorher schon offen? Nee, vorher war es zu. Sacktest. Gut, gut. Unbedingt zu dem Sack zurückgehen, da sind alle unsere magischen Sachen drin. Ein Eisenwurzelhelm, bitte lass ihn guten Stats haben. Verringert Schaden um 5%. Und sieht auch nicht gerade viel besser. ja. Nee, der hier ist immer noch besser, der hat nämlich 10%. Und eine Eisenwurzelrüstung. Gucken wir jetzt, wie viel unsere alte hat. Unsere alte hat 25%. Die hier hat 30% und von Erdzauber noch 50%. Auch in Kosten wahrscheinlich. Na gut. Und, okay, wir sehen definitiv aus wie ein Elch damit. Also, das ist unsere neue Power Gaming Ausrüstung. Also hat die besten Stats und sieht auch affig aus. So ein bisschen wie diese 80er Jahre Pelzschuhe. Na gut, das Ding kann weg. Und sonst ist da nichts drin. Mann, oh Mann. Also die Designer von den Rüstungen könnte man echt vierteilen. Achso, und der Helm kann eigentlich auch weg. Wer macht echt nur 5% weniger Schaden? Ne, der kann dann weg. So viel dazu. Naja, wir haben jetzt 5% mehr Schutz vor Waffen. Und unsere Erdzauber kosten 50% mehr, obwohl wir keine benutzen. Also ein bisschen was hat's gebracht. Aber ich habe mir irgendwie was anderes erhofft. Also einen richtigen Metallpanzer zum Beispiel. So richtig schön klassisch. Aber nein. So, was sagst du? Liebe Kinder, tretet ein. Still jetzt, keinen Ton. Auf zum Bernsteindrachen, denn er wartet schon. Also scheint das echt so eine Art Freizeitpark hier zu sein. Und hier geht's zum Bernsteindrachen. Also sind wir hier schon im Land der Wurzeln. Und das ist der Eingang der Landes der Wurzeln. Und da ist der Teleporter zum Bernsteindrachen, wie der Magier gerade gesagt hatte. Also, Bernsteindrache. Dann gucken wir, was der andere sagt. Vom Eingang zum Land der Wurzeln bis zum alten Baum ist es nur ein Schritt. Dafür sorgt ein Teleporter. Ich dachte, wir sind im alten Baum.